Lieber Zwilling, herzlich willkommen zu deinen Energiebotschaften für die nächsten 10 bis 14 Tage. Schauen wir uns hier an, wie sich diese Tage gestalten möchten, energetisch, praktisch, zwischenmenschlich. Ganz einfach, was auf dich zukommt oder was du am besten außer Acht lassen solltest. Energiebotschaften für den Zwilling, bitte. In der Mitte der Entscheidung, gehst du links oder rechts? So weitermachen wie bisher ist keine Option. Gesundheitlicher Status verbessert sich. Bitte bei Gesundheit immer einen Arzt aufsuchen, lass dich beraten und behandeln. Eine Maskerade. Welches Kostüm ziehst du demnächst an? Ja, du bist verschwiegen, lieber Zwilling. Es geht... Wow. Du bist verschwiegen. Gut möglich, dass du in einer bestehenden Partnerschaft, Beziehung oder einer sehr engen, auch ich höre kollegialen Verbindung, also beruflich, jemandem den Rücken zukehrst. Du ziehst deine Energie zurück. Du wirst still stehen, beobachten, nicht aktiv sein. Ein innerer Konflikt beziehungsweise ein kleines Drama, eine Meinungsverschiedenheit, die sehr, sehr viel Geduld von dir abverlangt. Ja, es geht definitiv um Zwischenmenschliches bei dir. Gut möglich, dass du in einem Wachstumsprozess bist. Es geht darum, etwas zu lernen. Schauen wir uns das alles. Wahnsinnig viele Karten. Ich glaube, du wirst in den nächsten 10 Tagen etwas in einer Person erkennen. Welche Person das ist, kann ich dir nicht sagen. Ich habe hier Luftzeichen wie du, Wassermann, Zwilling oder Waage, ein Erdzeichen. Du wirst in dieser Person erkennen, dass sie vielleicht nicht ganz so ist, wie sie sich gibt. Es geht, das Thema ist die Intensivierung der Verbindung. Doch du ziehst dich zurück. Es ist, sie sagen, ich soll dir ein Beispiel machen. Es ist wie wenn jemand die Ehe eingehen möchte, doch das Gegenüber keinen Antrag macht, keinen Heiratsantrag macht, beziehungsweise dich so warten lässt und du ziehst dich resigniert zurück. Sowas ist das. Denn es geht um die Intensivierung, aber es findet nichts statt. Es ist, als würdest du erkennen, etwas selbst in die Hand nehmen zu müssen. Auch einige von euch haben sich in finanzielle Abhängigkeit begeben, vielleicht zwangsweise. Das zehrt auch an deinen Nerven, lieber Zwilling. Doch vertraue deinem Prozess, vertraue dem Universum. Es gibt, wie gesagt, etwas für dich dort zu lernen. Wenn du diese Erkenntnis bekommen hast,
geht es ganz schnell für dich weiter. Denn du wirst erkennen, dass die Situation, in der du dich befindest, genau die richtige für dich ist. Es geht darum, den Blickwinkel zu transformieren und es geht darum, den anderen, dein Gegenüber, nicht verantwortlich zu machen oder nicht zur Verantwortung zu ziehen, sondern du wirst erkennen, dass du einzig und allein für dich selbst verantwortlich bist. Du lässt eine Überzeugung los. Ich höre fünf Zwillinge, die hier zuschauen. Sie werden sich aus dieser Verbindung emotionell befreien, mehr in die emotionelle Unabhängigkeit gehen und nicht mehr den Fokus auf das Materielle legen, sondern wieder das Gegenüber als Gegenüber wahrnehmen. Bei einigen von euch auch Veränderungen beruflich. Einige können Weiterbildungen besuchen, Seminare besuchen, eine Umschulung besuchen, sich neu ausrichten. Daraufhin bekommt ihr den Plan, den Insight, was als nächstes zu tun ist, welche Vorbereitungen zu treffen sind, um dort anzukommen, wo ihr hinkommen wollt. Ihr seid dann zielstrebig ausgerichtet, transformativ, sagen wir, ihr gebt euch eurem eigenen Prozess hin. Offen und in der Annahme, ihr lasst euch nicht mehr von niemandem in die Ecke und die Enge schieben, treiben, um euch anzupassen, um zu gefallen. Es ist, als würdet ihr sagen, so, ich nehme jetzt jeden Tag so, wie er kommt. Ich lebe in den Tag hinein. Lasse mich überraschen, was jeder neue Tag bringt. Und du versuchst, sehr stark im Moment zu sein. Ja, wie gesagt, du trennst vollkommen ab an alten Gewohnheiten, an alten Gedankenmustern. Es ist, als hättest du eine Neuausrichtung innerlich, über die du aber nicht sprichst. Es ist so ein schleichender Prozess und plötzlich stellst du fest, dass du dich schon verändert hast. Du möchtest etwas für dich alleine aufbauen, ohne andere Personen. Das ist die Entscheidung. Auch wer von euch in einer Third-Party-Situation ist, diese wird getrennt. Gut möglich von eurer Seite aus, dass ihr jemanden wirklich die Tür zumacht, jemanden abschiebt, von euch wegschiebt. Ihr möchtet mit dieser Person nichts mehr zu tun haben. Gut möglich, dass es sich um ein unausgeglichenes Feuerzeichen handelt, Widder oder Schütze. Widder oder Schütze, sie kam raus, definitiv. Ja, es ist einfach diese Person, der ihr gemein gesagt den Laufpass gebt, ist euch zu aggressiv, ist euch zu besitzergreifend, zu herausfordernd und das könnt ihr momentan nicht gebrauchen. Die Klarheit kommt an eure Seite, würde ich sagen, und ihr handelt danach. Schauen wir, was die himmlischen Helfer noch zum Abschluss zu sagen haben.
die himmlischen Helfer für den Zwilling bitte. Oh, einige Karten. Wir haben die Fülle, die kommt, wenn ihr loslasst. Eben, und ihr lasst los von euren Gewohnheiten in naher Zukunft. Jetzt ist noch nicht der richtige Zeitpunkt. Richtet euch neu aus. Das wird alles bestätigt, was gesagt wurde. Und geht in euch. Meditation bringt Antwort. Haltet Innenschau ab, um euch komplett neu auszurichten. Lieber Zwilling, wir wünschen dir alles, alles Gute. Bleib immer mit der Liebe verbunden, der stärksten Kraft im Universum und sei aufs Höchste gesegnet. Bis zum nächsten Mal. Ciao.